Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unsere Reihe, die sich mit dem Deutschtest für den Beruf B2 beschäftigt, fortsetzen. Und zwar wollen wir uns heute die Sprachbausteine Teil 1 und 2 anschauen. Gleich nach dem Intro will ich euch zunächst ein paar allgemeine Informationen zu dem Prüfungsteil Sprachbausteine und Schreiben, wie er im Testformat, im Prüfungsformat eigentlich genannt wird, geben. Und dann gehen wir an meinen Computer, da rufen wir dann den Modelltest auf, den wir hier in dieser Reihe benutzen. Dort schauen wir uns dann erst den Prüfungsteil Sprachbausteine Teil 1 an. Ich erkläre euch das Ganze noch etwas genauer. Dann bearbeiten wir den Prüfungsteil Sprachbausteine Teil 1 und ich erkläre euch auch, warum ich der Meinung bin, dass das die richtige Lösung ist und die anderen eben nicht die richtigen sind. Danach gehen wir weiter zum Prüfungsteil Sprachbausteine Teil 2. Da schauen wir uns auch die Aufgabe einmal an und die Antwortmöglichkeiten, bevor wir das Ganze dann auch bearbeiten. Und zum Abschluss vergleichen wir dann unsere Lösungen mit dem Lösungsschlüssel und gucken dann mal, ob wir das auch richtig gelöst haben. Ja, das ist das Programm für heute. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch hilft, euch möglichst gut auf den Deutschtest für den Beruf B2 vorzubereiten. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Ja, wie ich ja gesagt habe, heißt der Prüfungsteil eigentlich Sprachbausteine und Schreiben, denn die beiden Teile Sprachbausteine 1 und 2 und das Schreiben, das ist auch ein Prüfungsblock, den ihr in einem Stück macht. Ihr habt für alle drei Teile, für alle drei Prüfungsteile 35 Minuten Zeit. Ihr könnt euch die Zeit einteilen, ihr könnt euch die Reihenfolge einteilen, ihr könnt das so machen, wie ihr das wollt. Und das ist einerseits ein großes Glück. Andererseits ist es aber auch eine Schwierigkeit, denn von diesen drei Prüfungsteilen ist der Teil Schreiben der, der euch mit Abstand am meisten Punkte bringt. Ihr könnt bis zu 14 Punkte für den Prüfungsteil Schreiben bekommen, aber nur jeweils 3 für die beiden Prüfungsteile Sprachbausteine. Also Sprachbausteine sind insgesamt 6, Schreiben sind 14. Damit ist ganz klar, dass der Schwerpunkt auf dem Schreiben liegt. Und ihr solltet dann eben auch für das Schreiben ungefähr 20 Minuten einplanen und die übrigen 15, maximal die übrigen 15 Minuten für die beiden Teile Sprachbausteine. Das heißt also so ungefähr 7 Minuten pro Teil, nicht mehr, weil, wie gesagt, die Sprachbausteine nicht so viele Punkte bringen. So, dafür, das ist erstmal das Allgemeine. Ja, bei dem Prüfungsteil Sprachbausteine Teil 1, das werden wir auch gleich am Computer noch mal genauer sehen, da haben wir eine E-Mail und diese E-Mail, die behandelt meistens ein Thema zu einer Bewerbung. Es kann auch ein anderes berufliches Schreiben sein, aber meistens ist es eine Rückfrage zu einer Bewerbung und in dieser E-Mail gibt es 6 Lücken, da fehlen 6 Wörter, meistens so Präpositionen, Konnektoren und so etwas in dieser Art und unter der E-Mail haben wir einen Kasten, in dem sind 10 Lösungswörter und ihr sollt dann eben aus diesen 10 Lösungswörtern die passenden für die Lücken heraussuchen. Und jedes Wort kann man nur einmal benutzen. Und bei diesem Prüfungsteil, da geht es vor allem um das Thema
Grammatik im Allgemeinen, Grammatik, Satzbau, natürlich auch inhaltliches Verständnis. Ja, ich muss wissen, ist das jetzt hier ein Grund? Ja, ist das etwas, was vorher passiert ist? Ist das etwas, was nachher passieren wird? Oder, das natürlich auch. Also ich muss einerseits wissen, wo bin ich im Bewerbungsverfahren zum Beispiel. Da gehe ich auch gleich am Computer nochmal näher drauf ein. Ja, und dann muss ich eben wissen, was passiert zunächst, was danach und was kommt dann. Und dann eben, wie gesagt, Grammatikkenntnisse und dann kann ich diese Aufgabe gut bewältigen. Beim Prüfungsteil Sprachbausteine 2, Teil 2, da ist es so, es gibt auch eine geschäftliche E-Mail, aber die hat nichts mit dem Bewerbungsverfahren zu tun. Also zumindest ist es so, bei allem, was ich bisher an Übungsmaterial gefunden habe und auch was ich an Informationen bekommen habe, ist es eben so, die Sprachbausteine Teil 2, das ist eine geschäftliche E-Mail zwischen zwei Geschäftspartnern, zwei Firmen oder ein Privatkunde und eine Firma oder. Aber alles, was ich bisher so an Informationen gefunden bekommen habe, alles, was ich bisher an Übungsmaterial gefunden und bekommen habe, da ist es immer so, dass es zwei Firmen sind, die miteinander kommunizieren. So, und bei dieser E-Mail, da ist es so, es gibt auch 6 Lücken. Und unter der E-Mail haben wir dann zu jeder Lücke 3 Antwortmöglichkeiten, also 6 Multiple-Choice-Aufgaben. Sprachbausteine Teil 1, Zuordnungsaufgaben, Sprachbausteine Teil 2, Multiple-Choice-Aufgaben. Und hier sind es jetzt aber nicht nur Präpositionen oder Konnektoren oder Adverbien, die fehlen oder die dort in diese Lücken gehören, sondern es sind dann Formulierungen. Also ein Nomen mit Adjektiven zum Beispiel oder Verben, Nomen und Verben, die in den Satz passen, also eine Lösungsmöglichkeit passt in den Satz, die anderen beiden nicht. Die sind dann aber inhaltlich auch unterschiedlich, die haben eine ganz andere Bedeutung. Und hier ist es jetzt so, dass ihr natürlich auch Grammatikkenntnisse haben müsst, aber hier sollt ihr ebenfalls nachweisen, dass ihr den Geschäftswortschatz kennt, dass ihr, was den geschäftlichen, beruflichen Wortschatz angeht, dass ihr da firm seid und dass ihr euch auch in dem Verfahren, ein Angebots-Auftragsvergabeverfahren zwischen zwei Firmen, dass ihr euch dort auskennt. Das zeige ich euch aber am Computer, an dem Modelltest gleich ganz konkret auch nochmal genauer. Ja, und bei beiden Teilen ist die Vorgehensweise aber eigentlich immer ähnlich. Ja, ihr schaut euch die Lösungsmöglichkeiten an, dann geht ihr in die E-Mails, und dann lest ihr euch die E-Mails durch und konzentriert euch nicht nur auf eine Lücke oder auf den Satz, in dem eine Lücke ist, sondern lest die E-Mail als Ganzes. Das ist ja ein Text. Das sind ja nicht einfach einzelne Sätze, die irgendwo im Orbit rumfliegen, sondern das ist ein Text, der einen Zusammenhang hat. Und der gehört eben auch in ein Verfahren, Bewerbungsverfahren oder Auftragsverfahren, Geschäftsverkehr. Und gerade beim Sprachbausteine Teil 2 ist es eben wichtig, dass ihr diesen Wortschatz könnt, dass ihr die Formulierungen kennt, also dass ihr wisst, dass man beispielsweise Skonto nach der Zahlung, bei einer Zahlung innerhalb einer Frist von so und so vielen Tagen gewährt. Da gewährt man keinen Rabatt oder eine Ermäßigung, sondern da gewährt man Skonto. Das ist einfach der Fachbegriff. Inhaltlich ist das alles das Gleiche. Am Ende des Tages bezahlt der Kunde weniger Geld, aber es ist kein Rabatt, kein Sonderangebot, keine irgendwie Ermäßigung, sondern es ist Skonto ist da zum Beispiel der Fachbegriff. Und das müsst ihr eben können. Ja, das soll es aber auch schon zur Vorrede gewesen sein. Dann gehen wir jetzt gleich an meinen Computer und schauen uns das Ganze einmal an. Ja, hier haben wir jetzt wieder den
Übungstest, den Modelltest, den wir hier während dieser Reihe benutzen. Ja, wo und wie ihr den im Internet finden könnt, das haben wir in der zweiten Folge einmal gemeinsam gemacht. Das habe ich euch dort gezeigt. Ja, ihr könnt aber auch einfach den Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, nehmen, ihn in euren Browser kopieren und dann kommt ihr auf die Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und dort findet ihr dann die PDF-Datei und ihr findet auch die Audiodateien für die Aufgaben Hören 1 bis 4 und Hören und Schreiben. Das haben wir ja in den vorangegangenen Folgen gemacht und die Sachen könnt ihr dort einfach kostenlos und barrierefrei herunterladen und die Audiodateien könnt ihr euch auch von der Internetseite aus anhören. Das haben wir ja in den vorangegangenen Folgen auch so gemacht. Ja, und wie gesagt, jetzt wollen wir einmal hier schauen. Das Testformat, das kennt ihr ja schon. Das haben wir in der vorangegangenen Zeit ja auch schon häufiger angeschaut. Ja, lesen und schreiben, das haben wir schon gemacht, dass es in einem Block in der Prüfung, also ohne Pause, ohne Unterbrechung, hören und schreiben. Das ist der zweite Block, den ihr in der Prüfung macht, auch ohne Pause, ohne Unterbrechung. Hier könnt ihr euch die Zeit aber auch nicht einteilen, weil lesen und schreiben, habe ich ja erklärt, da könnt ihr euch die Zeit einteilen, da könnt ihr auch die Reihenfolge variieren, je nachdem, was ihr zuerst machen wollt und danach und was zum Schluss. Bei Hören und Schreiben nicht, da werden die Aufsichten die Audio starten und dann geht das in der Reihenfolge und in dem Tempo, wie die Audio läuft. Ja, und jetzt sind wir hier bei Sprachbausteinen und Schreiben, also das ist der letzte Teil der schriftlichen Prüfung. Am Prüfungstag habt ihr hier für 35 Minuten Zeit und ihr macht das alles in einem Block. Also hier ist es auch so, dass ihr dass ihr euch die Zeit einteilen könnt, dass ihr die Reihenfolge variieren könnt, dass ihr das so machen könnt, wie ihr wollt. Dazu habe ich ja auch schon einiges gesagt. Ja, und heute lassen wir uns natürlich ein bisschen mehr Zeit als in der Prüfung und heute wollen wir eben Sprachbausteine 1 und 2 machen. Sprachbausteine 1, Rückfragen zu Bewerbungen stellen, 6 Zuordnungsaufgaben. Also hier ist es so, wir haben ein berufliches Schreiben, ein Schreiben mit Arbeitsweltbezug und das ist eben eine Rückfrage zu einer Bewerbung, zu einer Vorstellung, zu einem Bewerbungsgespräch, zu einem Vorstellungsgespräch. Ja, also wenn ihr einen Deutschkurs besucht habt, dann habt ihr ja das Thema Bewerbungen. Ja, wie bewerbe ich mich in Deutschland? Was gehört alles zu einer Bewerbung? Das habt ihr dann ja auch einmal durchgespielt. Ja, und hier bewegen wir uns in diesem Themenfeld. Also hier bei dem Sprachbausteine Teil 1, da haben wir immer so eine Rückfrage zu einer Bewerbung. Wenn ihr euch mit dem Thema Bewerbungsverfahren, wie läuft das in Deutschland, nicht so gut auskennt, weil ihr vielleicht nicht in einem Deutschkurs seid oder weil ihr das im Kurs nicht richtig verfolgt habt, nicht richtig verstanden habt. Ich habe auch auf meinem Kanal eine Playlist, da geht es um das Thema Bewerbungsverfahren. Ja, da sind auch ein paar Videos zu diesem Thema. Vielleicht helfen sie euch dort weiter. So, aber auf jeden Fall ist es hier so, wir haben eine E-Mail, eine Rückfrage zu dem Bewerbungsverfahren, also ein Bewerber, eine Bewerberin meldet sich bei der Firma, bei der er oder sie sich beworben hat und hat eine Frage zur Bewerbung. Jedenfalls ist es bisher bei allen Modelltests, Übungstests, alles, was ich bisher an Material gefunden habe, bekommen habe oder in Gesprächen mitbekommen habe, ist es immer so gewesen, dass ein Bewerber, eine Bewerberin sich bei der Firma meldet. So. Das ist das, was ich bis heute, Stand heute weiß.
Ob es auch umgekehrt sein kann, das steht in den Sternen. Darüber habe ich keine Information. Okay? Ja, und hier ist es eben so, wir haben in diesem Schreiben 6 Lücken und unter dem Schreiben ist ein Kasten mit 6, nicht mit 6, Quatsch, mit 10 Antwortmöglichkeiten, mit 10 Lösungswörtern. Und unsere Aufgabe ist jetzt eben, wir sollen uns die 10 Lösungswörter anschauen und dann sollen wir uns die E-Mail durchlesen und wir sollen dann schauen, welches Wort passt in die richtige Lücke. Und das ist auch das, ja, was ich euch, also das Vorgehen, das ich euch hier empfehlen würde, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja, erst die 10 Lösungswörter durchlesen und dann in die E-Mail gucken, die E-Mail lesen und dann fallen euch vielleicht gleich die richtigen Wörter ein oder ihr kontrolliert das, überprüft das und dann kommt ihr zu der Lösung. Das machen wir gleich nochmal ganz genau. Ja, und der zweite Teil, Sprachbausteine auf Anfragen reagieren und Angebote machen, da sind wir wieder in diesem Themenfeld. Hier ist eine Firma oder da ist ein Kunde, das kann eine Firma sein oder eine Privatperson oder eine Behörde und der Kunde, ja, hat schriftlichen Kontakt mit einer Firma und die Firma, die möchte ein Produkt verkaufen oder eine Dienstleistung anbieten und der Kunde hat Interesse, die Firma macht ein Angebot, der Kunde hat vielleicht noch eine Rückfrage zu dem Angebot, dann gibt es einen Auftrag, dann gibt es eine Auftragsbestätigung und danach gibt es vielleicht eine Reklamation. Also in diesem Themenfeld bewegen wir uns hier bei der zweiten E-Mail, ja, auf Anfragen reagieren, also der Kunde fragt etwas, ja, ich habe Interesse an XYZ, können Sie das machen? Oder Angebote machen, also die Firma hat eine Anfrage bekommen und reagiert darauf und macht ein Angebot, ja, und schreibt eben, ja, wir können Ihnen das und das zu dem und dem Preis bieten. So, also so eine Art Schreiben ist das hier. Und hier sind auch 6 Lücken. Und hier ist es so, zu jeder Lücke gibt es eine Multiple-Choice-Aufgabe mit 3 Antwortmöglichkeiten. Und hier sind es aber nicht nur einfache Wörter, sondern hier sind es, ja, Satzteile, die dort stehen. Und hier geht es einmal natürlich auch wieder um Grammatik und so weiter und so fort, aber hier geht es auch um Textverständnis. Denn diese Satzteile, ja, da gucken wir uns alles gleich nochmal genauer an, da geht es eben auch darum, dass ihr den Wortschatz, den Sprachgebrauch, den man in geschäftlichen E-Mails im Geschäftsverkehr benutzt, dass ihr den kennt, dass ihr eben zeigt, dass ihr das kennt. Aber das machen wir gleich nochmal genauer. Ja, und dann gibt es natürlich das Schreiben, ja, aber das wollen wir inshallah in der nächsten Folge machen. Und wie gesagt, hier ist es so, Sprachbaustein und Schreiben ist in der Prüfung in einem Block, 35 Minuten Zeit, die ihr euch einteilen könnt. Die Reihenfolge könnt ihr variieren, so wie ihr wollt. Heute ist der Plan, wir machen Sprachbausteine 1 und 2 und jetzt schauen wir uns das Ganze hier im Modelltest einmal an. Da war das schon. Sprachbausteine Teil 1. Ja. Also hier haben wir die Seite, das Aufgabenblatt. Das sieht dann in der Prüfung auch so ähnlich aus. Ja, ihr habt oben die Aufgabenstellung, ihr habt dann die E-Mail und ihr habt dann darunter den Kasten mit den 10 Antwortmöglichkeiten. Ja. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Ja, das ist vielleicht ein bisschen groß. Ist zum Lesen zwar besser, aber na, wir machen das gleich sowieso etwas anders. So, hier haben wir einmal die E-Mail. Nee, wir lassen das so. Ja, und hier haben wir, da waren wir beim letzten Mal, so, hier ist einmal die Aufgabenstellung, Sprachbausteine Teil 1, lesen Sie den folgenden
Text, welche Wörter A bis J passen am besten in die Lücken 46 bis 51. Sie können jedes Wort im Kasten nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Okay, das ist also die Aufgabenstellung. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Und wichtig ist hier eigentlich nur der Hinweis mit dem Lösungen auf dem Antwortbogen markieren. Ja, ich weiß, das habe ich schon so oft gesagt, aber denkt bitte trotzdem dran, ja, nicht jetzt gehen und sich zurücklehnen. In der Prüfung vergessen das leider ganz viele. Ja, die haben dann am Ende die Krise, wenn sie nicht das gewünschte Ergebnis haben, also wenn sie ihrer Meinung nach zu wenig Punkte haben oder wenn sie vielleicht sogar durchgefallen sind und feststellen, ups, bei Sprachbausteine habe ich gar keine Punkte bekommen oder vielleicht auch bei Lesen oder sonst wo. Also es gibt leider ganz viele Prüfungsteilnehmer, die das wirklich vergessen, weil sie so aufgeregt sind. Also denkt bitte dran. Okay, so viel zur Vorrede. Ansonsten braucht ihr euch die Aufgabenstellung hier im Grunde jetzt nicht mehr durchlesen, wenn ihr ja wisst, Sprachbausteine Teil 1, 6 Lücken, 10 Wörter im Kasten und das richtige Wort für die richtige Lücke finden. Ja, und dann haben wir hier die E-Mail und wie gesagt, hier unten haben wir den Kasten. So, und ich will das Ganze jetzt ein bisschen umbauen, damit wir das beides vernünftig nebeneinander haben. Euch würde ich für diese Prüfungsvorbereitung, egal ob jetzt hier diese, bei dieser Videoreihe oder generell, immer empfehlen, dass ihr das ausdruckt, damit ihr das in Papierform vor euch habt, damit ihr auch den Antwortbogen in Papierform vor euch habt, damit ihr euch ja, darin trainiert, mit dem Papier zu arbeiten, weil ihr das in der Prüfung eben auch macht. Da habt ihr eben den Antwortbogen und ihr müsst das eben an der richtigen Stelle eintragen, nicht irgendwo auf einem Schmierzettel. Ja, das ist eben ganz wichtig. Deswegen macht das, das ist meiner Meinung nach sinnvoll. Okay, so jetzt baue ich meinen Bildschirm einmal kurz um, damit wir nicht nur die E-Mail hier haben, sondern auch die Antwortmöglichkeiten. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, dann lasst uns das Ganze mal anschauen hier. Wir haben jetzt hier die Bewerbung und wir lesen uns aber erst die Lösungswörter durch hier. Aufgrund, bis, daher, darüber, ob, seitdem, sobald, sofort, wann, zwischen. Ja, also hier haben wir alles Mögliche an Präpositionen oder an Konnektoren, ja, aufgrund, ja, also irgendwie, da gibt es einen Grund, ja, seitdem, also seit einer Sache, ja, sofort, also nicht irgendwie später, darüber, über eine Sache, ja, habe ich mich sehr gefreut, ja, daher, also ein Synonym für weil, na, bis, also der Unterricht geht bis. Ich möchte wissen, ob, also haben Sie das gemacht, ja oder nein. Ja, also ob, es benutze ich ja für eine indirekte Ja-Nein-Frage. Ja, ich möchte wissen, ob ihr die Hausaufgaben gemacht habt, ja oder nein. Ja, sobald ich das weiß, also wenn im Sinne von zeitlich, ja, wenn ich das weiß, sage ich dir Bescheid. Ja, wann, ich möchte wissen, wann, also zu welchem Zeitpunkt, zwischen, ja. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird nicht gearbeitet. Ja, also das sind die Lösungsmöglichkeiten und jetzt schauen wir uns mal hier das Schreiben an. Betreff meine Bewerbung vom 24.02. Sehr geehrte Damen und Herren, bezugnehmend auf Ihr Stellenangebot unter der Nummer DA-50-1921 bei der Bundesagentur für Arbeit hatte ich mich am 24.07. bei Ihrem Unternehmen als Maschinenschlosser beworben. Hier fällt mir gerade was auf. Hier ist ein Tippfehler. Hier steht im Betreff 24.02. und hier steht 24.07. Das ist ein Tippfehler, ja, der kann immer passieren, der kann jedem passieren, aber der sollte euch im richtigen Leben nicht passieren. Ja, also wenn ihr etwas schreibt und das Schreiben ist irgendwie wichtig und Arbeit ist für den einen oder anderen wichtig, ja, natürlich, dann
achtet darauf, dass ihr solche Tippfehler nicht macht. Achtet auf die Rechtschreibung, achtet auf die Kommasetzung. Egal, ob das jetzt hier in der Deutschprüfung ist, ja, achtet auf Groß- und Kleinschreibung und, oder ob das im richtigen Leben ist, ja, denn wir machen ja diese Prüfung oder ihr macht die Prüfung und den Deutschkurs ja nicht einfach, um einen Zettel in der Hand zu haben, wo drauf steht, hurra, er kann oder er oder sie kann gut Deutsch, sondern damit ihr hier in dem Land dann, ja, leben könnt, arbeiten könnt und so weiter und so fort. Und da müsst ihr eben dann drauf achten. Und ich meine das jetzt auch gar nicht oberlehrerhaft, sondern mir geht das selber so. Ja, wenn ich schnell etwas schreibe, egal ob mit einem Stift oder am Computer, ist es noch viel besser. Da haue ich so viele Tippfehler rein. Und beim Schreiben mit dem Stift, ja, da habe ich auch ab und zu mal Rechtschreibfehler drin. Und ja, bei mir ist es so, die meisten Rechtschreibfehler, die haben damit zu tun, dass ich ja etwas älter bin und dass ich in der Schule die alte Rechtschreibung gelernt habe und es in der Zwischenzeit gefühlt 27 Rechtschreibreformen gab und jetzt werden einige Sachen eben ganz anders geschrieben als früher und da schreibe ich dann manchmal etwas nach der alten Rechtschreibung. Ja, meine Kursteilnehmer, die können ein Lied davon singen, dass ich dann eben manchmal etwas an die Tafel schreibe und dann stellen wir später fest, das habe ich nach der alten Rechtschreibung geschrieben. Ja. Ja, okay, aber davon ab. Hier, er hat sich also als Maschinenschlosser beworben. Ja, den Eingang meiner Unterlagen hatte man mir auch bestätigt. Sind fast 5 Wochen vergangen, doch leider habe ich heute noch keine Antwort von Ihnen erhalten. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir kurz mitteilen könnten, frühestens mit einer Antwort rechnen kann, da ich gerade noch von einem anderen Unternehmen auch ein interessantes Angebot erhalten habe. Eine Tätigkeit bei Ihnen würde mir jedoch mehr zusagen, allein schon der guten Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes. Möchte ich sicher sein, dass meine Bewerbung bei Ihnen nicht vergessen wurde? Über eine baldige Nachricht würde ich mich freuen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. Freundliche Grüße, Waldes Jagodinskis. Okay, gut, also, er hat sich beworben und er hat von der Firma nur eine Eingangsbestätigung bekommen und danach nie wieder etwas gehört. Und jetzt möchte er wissen, was nun ist. Ja, leider kommt sowas auch im richtigen Leben immer wieder vor. Ja, da kann auch der eine oder andere ein Lied davon singen. Du schreibst 100 Bewerbungen und bekommst bei 50 noch nicht mal ein vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber wir haben kein Interesse schreiben, sondern das ist so, als ob du die Bewerbung in ein großes schwarzes Loch geschmissen hast. Das ist leider so. Und dann kann man ja mal nachfragen. Ja, jetzt haben wir das einmal gelesen und vielleicht habt ihr beim Lesen auch schon die eine oder andere Idee gehabt, welche Wörter man hier einsetzen könnte. Ja, bei mir hat es das eine oder andere Mal geklingelt. Nein, bei mir hat es schon geklingelt. Nicht nur an der Tür, sondern auch hier beim Lesen. Und jetzt wollen wir die Lücken einmal Stück für Stück durchgehen. Und ich habe hier auch wieder meinen Zettel, ja, den ihr schon kennt. Hier sind die anderen Lösungen. Hier ist Hören und Schreiben vom letzten Mal und jetzt will ich hier einmal die Ziffern 46 und so weiter aufschreiben. Jetzt habe ich hier fast gar keinen Platz mehr. So. 46, 47, 48, 49, 50 und 51. Okay. Ich hatte mich am 24.07. oder am 24.02. egal, bei Ihrem Unternehmen als Maschinenschlosser beworben. Den Eingang meiner Unterlagen hatte man mir auch bestätigt. So, hier ist es jetzt so, der Satz würde auch Sinn machen, ohne dass wir die Lücke füllen. Den Eingang meiner Unterlagen hatte man mir auch bestätigt. Ja, so, hier könnte jetzt so ein Wort rein wie gleich oder unmittelbar oder zeitnah oder sofort. Ja, und H ist sofort. Ja. Alle anderen
Wörter passen hier nicht. Ja, also hatte man mir auch sofort bestätigt. Also 46H. Dann sind fast 5 Wochen vergangen. Also, ja, er hatte sich beworben. Man hatte ihm das auch bestätigt und sind fast 5 Wochen vergangen. Also von damals bis jetzt. Ja? Seitdem sind fast 5 Wochen vergangen. Seitdem haben wir hier, das ist F. Was hier auch sehr schön ist, ist im ersten Absatz hat Waldes Präteritum benutzt und jetzt ja, hat er perfekt benutzt. Ja, also, ich hatte das und das gemacht. Ja. So, und seitdem sind 5 Wochen vergangen. Doch leider habe ich heute noch keine Antwort von Ihnen bekommen. Also, seitdem sind 5 Wochen vergangen, aber... Ja, oder doch, leider habe ich, also seitdem sind 5 Wochen vergangen, doch leider habe ich bis heute noch keine Antwort von Ihnen bekommen. Ja, bis haben wir, das ist B, das passt doch, wunderbar. Ja, also, er hat die Bewerbung geschrieben, man hatte ihm das auch bestätigt, dass die Bewerbung angekommen ist. Seitdem sind 5 Wochen vergangen, also von damals bis heute sind 5 Wochen vergangen und er hat in dieser Zeit, ja, von damals bis heute keine Bewerbung bekommen. Ja, bis heute. Okay. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir kurz mitteilen könnten, ich frühestens mit einer Antwort rechnen kann. Okay, also. Er möchte wissen, ja, frühestens mit einer Antwort rechnen kann. Also er möchte den Zeitpunkt wissen, an dem er, den frühesten Zeitpunkt wissen, zu dem er eine Antwort bekommen kann. Also er möchte wissen, wann er frühestens eine Antwort bekommen kann. Ja. 49. Wann? Wie? Da ich gerade von einem anderen Unternehmen auch ein interessantes Angebot erhalten habe, ja, natürlich hat er auch ein anderes interessantes Angebot erhalten. Er ist ja super nuper. Ne? Nein, das ist natürlich durchaus möglich, dass er noch ein anderes Angebot hat. Ja, und es ist auch immer eine gute Möglichkeit, um bei der Firma zu sagen, so passt mal auf, liebe Firma, ihr seid nicht die Einzigen, die mich haben wollen. Ne? So, aber davon mal ab. Ja. Eine Tätigkeit bei Ihnen würde mir jedoch mehr zusagen, allein schon der guten Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes. Also hier in diesem Satz allein schon der guten Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes, also weil der Arbeitsplatz gut erreichbar ist, ja, die Tätigkeit bei unserer Firma würde ihm mehr zusagen, also er würde lieber bei unserer Firma arbeiten, weil der Arbeitsplatz gut erreichbar ist, so weil, ja, ne, passt hier natürlich nicht, weil wir damit einen Nebensatz anfangen, mit weil fangen wir einen Nebensatz an, aber wegen der guten Erreichbarkeit könnte man hier sagen, oder aufgrund der guten Erreichbarkeit. So, wegen haben wir nicht, aber aufgrund, also 50a. Ja, und dann möchte ich sicher sein, dass meine Bewerbung bei Ihnen nicht vergessen wurde. Also, er möchte sicher sein, ich möchte sicher sein, dass meine Bewerbung bei Ihnen nicht vergessen wurde. Das wäre der Satz, den könnte man ohne ein zusätzliches Wort formulieren, aber möchte ich sicher sein. Ja, also er beschreibt ja, dass er noch keine Antwort
dass er sich beworben hat, dass er eine Bestätigung bekommen hat. Ansonsten hat er nichts mehr gehört. Er hat noch ein anderes Angebot. Er würde gerne bei unserer Firma arbeiten. Und ja, diese ganzen Sachen, ja, sind seine Motivation, ja, seine Beweggründe, warum er hier sicher sein möchte, dass die Bewerbung nicht vergessen wurde. So, also, darum möchte ich sicher sein, daher möchte ich sicher sein, deswegen möchte ich sicher sein, das könnte man hier so sagen, ja, so, darum haben wir nicht, deswegen, aber daher, C. Genau, okay. Also, ja, das war jetzt einmal Sprachbausteine Teil 1 und dann schauen wir uns jetzt mal Sprachbausteine Teil 2 an. Ja, Sprachbausteine Teil 2, wir haben hier oben wieder die Aufgabenstellung, wir haben hier die E-Mail und wir haben hier unten die Antwortmöglichkeiten. Ja, und dann machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. So, lesen Sie den folgenden Text, ja, also einmal hier die Anweisung. Lesen Sie den folgenden Text, welcher Ausdruck A, B oder C passt am besten in die Lücken 52 bis 57? Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Also das ist die Anweisung, ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, haben wir auch hier ein paar Lücken und wir haben unten dann zu jeder Lücke drei Antwortmöglichkeiten. Also hier haben wir die E-Mail mit den Lücken und hier haben wir die sechs Aufgaben bzw. haben wir die jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und wie ihr hier seht, ja, hier haben wir Ihre Angaben, Ihr Angebot, Ihre Antwort. Also es geht hier nicht nur um Grammatik, sondern es geht eben auch um die Begriffe, um den Wortschatz, denn Angaben, Angebot und Antwort sind natürlich unterschiedliche Sachen. Oder hier, angekündigte Rücknahme, den umfangreichen Rückruf, die versprochene Lieferung, also inhaltlich völlig unterschiedliche Geschichten. Ja? Und genauso ist es bei den anderen Aufgaben auch. Wir haben eben hier auch ganz andere Geschichten. Ja? Also wenn wir uns das mal angucken, ja, Ihre Angaben, also der Name der Firma, die Adresse, die Telefonnummer, so etwas, ja, Ihr Angebot, also der andere hat ein Angebot gemacht, ja, Ihre Antwort, ja, also der andere hat geantwortet oder er soll antworten, ja, dann den letzten Auftrag, also es gab in der Vergangenheit schon mal einen Auftrag, früheren Arbeitsnachweis, also ein Arbeitsnachweis, das ist, wenn ihr mal einen Handwerker bei euch hattet und der hat eine Arbeit gemacht dann und er ist fertig, dann müsst ihr dort meistens etwas unterschreiben. Also auf diesem Zettel, da steht dann das Datum, da steht euer Name, eure Adresse, da steht, was er gemacht hat, von wann bis wann er da war und dass er das alles wunderbar gemacht hat, alles ist jetzt supidupi, ja, und das sollt ihr unterschreiben. Das ist dann der Arbeitsnachweis, ja, dann aktuellen Leistungsbereich, das kann viel bedeuten, also der aktuelle Leistungsbereich, ja, also das kann beispielsweise bei einer gesetzlichen Krankenkasse heißen, was momentan, also aktuell, von der Krankenkasse bezahlt wird, also zu den Leistungen der Krankenkasse gehört. Das könnte einem Leistungsbereich heißen, ja? Also aktuell in dem Bereich dessen, was die Firma, die Krankenkasse bezahlt, also was die Krankenkasse bezahlt oder was die Firma momentan für Dienstleistungen anbieten kann. Das könnte so etwas bedeuten. Ja, die kurzfristigen Anlage, also da habe ich jetzt keine Idee, wie das zusammengehören könnte. Also
eine Anlage, das ist entweder, ich habe eine E-Mail und ich mache einen Anhang dran oder ich habe einen Brief und ich habe dort noch etwas hintergepackt, dann ist das die Anlage, aber die ist nicht kurzfristig. Ich kann jemandem eine Anlage kurzfristig nachschicken, ja, oder so. Oder eine Anlage, das ist eine, was weiß ich, eine Maschine, ja, eine Produktionsanlage, ja. Wir haben hier so eine Fabrik und wir produzieren hier irgendwas, ja, dann ist das auch eine Anlage. Aber die ist auch nicht kurzfristig, die ist vielleicht kurzfristig lieferbar oder kurzfristig reparierbar, weil kurzfristig bedeutet in kurzer Zeit, ja, also wir haben kurzfristig keinen Termin mehr frei, zum Beispiel, also wir haben in den nächsten Tagen keinen Termin frei, ja, oder ja, Herr XY wird sich ja, kurzfristig bei Ihnen melden, also in kurzer Zeit. In kurzer Zeit oder eine kurze Zeit, ja? Also eine kurze Frist, ja, eine kurze Zeit, das kann natürlich auch, kann das auch bedeuten, ja, wir haben kurzfristig keine Termine frei, ne? Also in der nächsten Zeit, ja, haben wir keine Termine frei, so lieber, so muss man das sagen, ne? Oder eben ja, etwas dauert nicht lange. Ja, ich hatte eine kurzfristige Krankheit. Ja, also eine Krankheit, die eine kurze Zeit gedauert hat oder so. Ja, so und dann ja langfristige Zusammenarbeit. Ja, das also zwei Firmen arbeiten zusammen. Die eine, die liefert immer, ja, die eine, die bestellt immer, die andere liefert immer, ja, man hat ein gute wirtschaftliche oder ja, gute Geschäftsbeziehungen, ja, wir kaufen unsere Produkte immer bei dem, ja, der liefert immer wunderbar, die Qualität ist gut und die Preise sind auch in Ordnung, dann machen wir das über eine lange Zeit, dann ist das eine langfristige Zusammenarbeit. Ja, eine vorübergehende Tätigkeit, ja, also eine Tätigkeit, eine Arbeit, die nur vorübergehend ist, also die ist nur für eine bestimmte Zeit. Ja, also, ja, was weiß ich, ich mache das nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate oder so ungefähr. Ja, das wäre so eine vorübergehende Tätigkeit. Ich mache diese Tätigkeit nur für eine kurze oder ja, kürzere Zeit, aber nicht für immer, für lange Zeit. Ja. So, dann hier angekündigte Rücknahme. Also der andere oder ich, ja, jemand will etwas zurücknehmen, ja, Ware zurücknehmen, einen Auftrag zurücknehmen, ja, irgend so etwas. Und ich angekündigt, ich habe das schon gesagt. Ja, ich habe dem anderen schon mitgeteilt, hier pass mal auf, den Auftrag, den stornieren wir. Oder die Ware, ja, die möchten wir wieder zurückschicken. Ja, das habe ich dem schon gesagt. Ja. Und ja, den umfangreichen Rückruf, ja, also ein Rückruf ist beispielsweise, seht ihr das manchmal bei Supermärkten, ja, wenn ihr dort reingeht, da ist dann so ein Schild, ja, Rückruf, ja, die, was weiß ich, das Shampoo von der Firma XY mit der Chargennummer oder mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, hat ein Shampoo ein Mindesthaltbarkeitsdatum, müsste ich mal gucken. Aber ja, oder nehmen wir mal ein Lebensmittel, also die Milch ja, von der Firma XY mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis oder der Chargennummer XY, ja, da ist irgendwas nicht mit in Ordnung und die Firma nimmt das wieder zurück und man bekommt sein Geld, also man bekommt das Geld zurück oder man bekommt ein anderes Produkt. Ja, aber das ist ein Rückruf. Ja, also irgendein Produkt, das eine Firma hergestellt hat, das ist fehlerhaft, das ist nicht in Ordnung, da ist irgendetwas mit und dann macht die Firma einen Rückruf, ja, und dann kann man das Ganze wieder abgeben. Ja, und umfangreich bedeutet eben viele Produkte zum Beispiel, ja. Also die hat nicht nur mit der einen Milch Schwierigkeiten, sondern keine Ahnung, mit allem, was sie hergestellt hat oder so. Ja, das könnte ein umfangreicher Rückruf sein. Also umfangreich ist immer viel, ja. Reich, umfangreich, also reich an Umfang, ja, also viele Sachen, ja, so ungefähr.
So, versprochene Lieferung, die versprochene Lieferung, klar, ja, die eine Firma will der anderen etwas liefern und sie hat der Firma das schon versprochen. Sie hat gesagt, du, wir liefern das dann und dann, ja, und das ist dann vielleicht nicht angekommen. Ja, die aufgeführten Kosten, nein, aufgeführten Kosten ohne Artikel, also Kosten ist klar, ja, ja, ich muss Geld bezahlen und aufgeführt bedeutet, das steht irgendwo, das ist aufgelistet. Dann ist das aufgeführt. Ja, also da steht, was das kosten würde, dann kann man eben sagen, die aufgeführten Kosten oder die aufgeführten Preise kann man auch sagen. Eigentlich würde man sogar Preise nennen, also weil wenn ich das bezahlen soll, dann muss ich einen Preis bezahlen. Ich habe dann die und die Kosten. Ja, oder mir sind Kosten entstanden, also gar nicht mal Preise, die ich bezahlt habe, sondern ich musste das und das und das alles extra bezahlen, ja, also und das habe ich aufgelistet, dann sind das die mir entstandenen Kosten und die habe ich hier aufgelistet, die sind hier aufgeführt. Das könnte natürlich auch in irgendeinem Zusammenhang passen. Die genannten Preise oder ohne Artikel, genannten Preise, klar, ja, der andere hat Preise und der hat er mir gesagt oder aufgeschrieben, ja, dann hat er mir die Preise genannt. Angegebenen Maße, also Maße, ja, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, ja, gut, Gewicht ist kein Maß, aber Länge, Breite, Höhe, das sind Maße, ja. Und angegebenen Maße eben auch, das steht irgendwo. Jemand hat das dort hingeschrieben, jemand hat das aufgeschrieben, dann hat er die Maße angegeben. Ja, auf neue Lieferanten zählen, also ja, ich zähle auf jemanden, das heißt, ich verlasse mich auf den anderen, dann zähle ich auf jemanden. Ja, also das könnt ihr im Privaten nehmen, ja, ein Freund, ihr wollt Hilfe von einem Freund und ihr sagt, hey Mensch, Kumpel, ja, ich zähle auf dich, ja, ich verlasse mich auf dich. Ja, also was weiß ich, der Kumpel will umziehen und er braucht Hilfe und ihr fragt euch und ihr sagt, ja klar, ich helfe dir. So, und dann sagt er, ja, okay, ne, aber sei bitte dann und dann auch da, ja, ich zähle auf dich. Also ich verlasse mich darauf, dass du auch kommst. Ja, und hier auf neue Lieferanten zählen, also dann ja, bin ich vielleicht mit meinem anderen Lieferanten nicht zufrieden, mit dem alten Lieferanten und ich will mir einen neuen Lieferanten suchen und ja, was weiß ich, dass man vielleicht sagt, okay, wir sind mit Ihnen nicht zufrieden und wir suchen uns andere, ja, und wir müssen dann eben auf neue Lieferanten zählen. Ja, oder hoffen, dass wir auf neue Lieferanten zählen können, also dass wir ihnen vertrauen können. Ja, mit weiteren Aufträgen rechnen. Ja, also ich rechne mit etwas, ich erwarte etwas. Ja, ich rechne mit weiteren Aufträgen, ich erwarte weitere Aufträge. Ja, da sie uns immer gute Produkte zu guten Preisen geliefert haben, können sie mit weiteren Aufträgen rechnen. Von neuen Angeboten profitieren. Ja, also ja, was weiß ich, der andere, der hat immer regelmäßig gute, super Angebote. Ja, und solche Angebote sind ja angeblich zu meinem Vorteil. Also ich muss weniger Geld bezahlen für mehr Qualität oder mehr Produkte. Und dann profitiere ich von diesen neuen Angeboten. Also ich habe einen Nutzen davon, ich habe einen Vorteil davon. Das würde hier von neuen Angeboten profitieren heißen. Ja. Also das sind jetzt hier mal so die 6x3, 18 Lösungsmöglichkeiten, einmal so im Schnelldurchlauf, ja, was damit gemeint sein könnte, wie das passen könnte. Und ja, dann schauen wir uns jetzt mal die E-Mail an, beziehungsweise genau. Ja, Auftragserteilung, also hier, ja, hier haben wir die Überschrift oder den Betreff, ja, hieran können wir erkennen, ja, hier bei dieser E-Mail geht es um einen Auftrag an unsere Firma, also, ja, wir sind Frau Rühl und die Firma hier von Herrn Milan Jovanovic, die will uns einen Auftrag erteilen, jedenfalls
könnte das gut sein? Ja, wir schauen uns das mal an. Ja, sehr geehrte Frau Rühl, vielen Dank für das interessante Gespräch, bei dem Sie mir nochmals erläutert haben. Wir sind ein Heizungs- und Sanitärunternehmen und möchten unseren um Badmodernisierungen erweitern. Daher sind wir an einer mit Ihnen interessiert, denn Ihr umfangreiches Warensortiment im Bereich hochwertiger Bad-, Boden- und Wandfliesen hat uns überzeugt. Okay, also Herr Jovanovic hat mit Frau Rühl gesprochen und Frau Rühl, also wir, haben ihm, dem Herrn Jovanovic, irgendetwas erläutert. So, Jovanovic, ja, sind ein Heizungs- und Sanitärunternehmen, also die machen Heizung, Wasserleitungen, Bäder, Toiletten, alles, ja, was mit Wasser und Heizung und so zu tun hat. Und möchten unseren Badmodernisierungen erweitern. Also sie ja, möchten ihr Sortiment, hätte ich fast gesagt, oder also eine Badmodernisierung, Badmodernisierungen erweitern. Das bedeutet, sie haben früher keine Badmodernisierungen gemacht und sie möchten jetzt auch Badmodernisierungen machen. So, sie möchten also ihr Leistungsspektrum oder ihr Dienstleistungs-, ihr Serviceangebot oder, ja, um Badmodernisierungen erweitern. Also Sie haben bisher keine Bäder modernisiert, Sie möchten das in Zukunft machen. Daher sind wir an einer mit Ihnen interessiert, denn Ihr umfangreiches Warensortiment hat uns überzeugt. Also wir bieten Bad-, Boden- und Wandfliesen an, und zwar haben wir ein umfangreiches Warensortiment, also viele, 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 viele Waren im Angebot, viele Bad-, Boden- und Wandfliesen, und das hat ihn, also Herrn Jovanovic, und seine Firma interessiert. Also hier könnte irgendwas mit Zusammenarbeit sein, ja? Also hier, ja. Aber wir gucken gleich nochmal. Gemäß Ihrem Angebot vom 1.12. bitten wir um bla bla von, ja, Lieferung vielleicht. Und dann ist hier etwas, was er haben möchte, gemäß Ihrem Angebot. Oh, ich finde es immer schrecklich, wenn man da den Dativ benutzt. Ja, gemäß Ihres Angebotes, Genitiv, das hört sich viel schöner an. Ja, aber wir sind halt im Jahr 2022. Ja, der, wie war das noch? Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Da gibt es ein Buch. Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das stimmt leider. Okay, der Versand muss bis zum 15.12. erfolgen. Alle sind Nettopreise. Okay. Alle irgendwas sind Nettopreise, also 15,95. Ah, alle... Hier, alle Preise hier sind Nettopreise. Das heißt also, die Mehrwertsteuer kommt da noch zu. Okay. Wir bitten um eine kurzfristige, um eine kurze Auftragsbestätigung. Bei fristgerechter Abwicklung und einwandfreier Lieferung der Ware können Sie in Zukunft... Okay. Also... Bei Frist, wir bitten um eine Auftragsbestätigung. Ja, also hier, das ist die Auftragserteilung. Also Herr Jovanovic erteilt uns den Auftrag. Wir sollen das hier liefern. Ja, wir sollen also diese Fliesen liefern. Und er bittet um eine Auftragsbestätigung. Also, dass wir sagen, jawohl, wir liefern das. Und wenn bei fristgerechter Abwicklung, das heißt also, wenn die Ware bis zum 15.12. versandt worden ist und einwandfreier Lieferung der Ware, also wenn es keine Probleme mit der Ware gegeben hat, wenn es keine Schäden an der Ware gegeben hat, dann können wir in Zukunft, was weiß ich, vielleicht mit weiteren Aufträgen rechnen oder mit freundlichen Grüßen. Okay, so, also das ist jetzt einmal hier die E-Mail und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an, einmal mit den Antwortmöglichkeiten, und dafür will ich meinen Monitor einmal umbauen. Ihr kennt das ja schon. Ja,
ich bin gleich wieder da. So, ich habe das Ganze hier jetzt einmal umgebaut, ja, und wir haben jetzt hier links zumindest drei, die Antwortmöglichkeiten für drei Lücken, und rechts haben wir dann die E-Mail zumindest zum Teil, ja, und dann wollen wir das Ganze mal durchgehen und versuchen, die Aufgaben zu lösen. Aber vorher, ja, mein Zettel kennt ihr schon, ja, hier schreibe ich jetzt nochmal die Ziffern 52 bis 57 drunter. Hier mache ich mal eine gestrichelte Linie, damit ich weiß, wo Sprachbausteine 1 und wo Sprachbausteine 2 ja, beginnen bzw. enden. So, okay. So, dann können wir ja mal loslegen. Also, sehr geehrte Frau Röhl, vielen Dank für das interessante Gespräch, bei dem Sie mir nochmals erläutert haben. Bei dem Sie mir Ihre Angaben nochmal erläutert haben, ja, also den Namen und die Adresse, das ist Quatsch. Bei dem Sie mir Ihre Antwort nochmal erläutert haben, ja, das ist auch Quatsch. Ja, welche Antwort, ja, das ist Blödsinn. Na, aber Ihr Angebot erläutert haben, das macht Sinn. Ja, also der Herr Jovanovic und Frau Rühl haben sich unterhalten und Frau Rühl hat Herrn Jovanovic da das Angebot nochmals erläutert, also ja, das Angebot, das sie ihm gemacht hat. Ja, also vorher, hier haben wir ja die Auftragserteilung, ja, und es gab dann irgendwann mal eine Anfrage von der Firma von Herrn Jovanovic, ja, und jetzt gab es dann gab es ein Angebot, und jetzt gibt es auf das Angebot die Antwort, nämlich die Auftragserteilung, so ungefähr. Ja. Und nach dem Angebot, nach dem schriftlichen Angebot möglicherweise, haben Rühl, also Frau Rühl und Herr Jovanovic nochmal telefoniert vielleicht, oder sie haben persönlich miteinander gesprochen und er hat ihr dann das Angebot nochmal erläutert. Also 52 ist meiner Meinung nach B. So, dann 53. Wir sind ein Heizungs- und Sanitärunternehmen und möchten unseren ...... um Badmodernisierungen erweitern. Was hatte ich gesagt? Irgendwas mit Serviceangebot oder... Unseren letzten Auftrag um Badmodernisierungen erweitern. Das macht keinen Sinn. Ja, den letzten Auftrag möchten wir erweitern. Nee, das ist... dann würde Jovanovic einen Auftrag erteilen, den er erweitern will. Ja, aber hier geht es ja nicht um einen Auftrag an die Firma von Frau Rühl, sondern hier geht es, ja, sie möchten Badmodernisierungen machen. Das haben sie früher nicht gemacht. So, früherer Arbeitsnachweis auch nicht. Ja, hatte ich ja vorhin erzählt, was man darunter versteht. Ja. Aktuellen Leistungsbereich. Ja, möchten unseren aktuellen Leistungsbereich um Badmodernisierungen erweitern. Also 53c. So, und dann, daher sind wir an einer ...... mit Ihnen interessiert, denn Ihr Warensortiment hat uns überzeugt. So, wir sind an einer kurzfristigen Anlage. Habe ich ja gesagt, das macht total überhaupt keinen Sinn. Ja, langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert oder vorübergehende Tätigkeit. Ja, wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit. Hier fehlt jetzt das Arbeit. Ja, an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Ja, also die Firma von Frau Rühl hat ein umfangreiches Warensortiment im Bereich von Fliesen. Das hat Jovanovic überzeugt, und er oder seine Firma möchte deshalb mit der Firma von Frau Rühl langfristig, also lange Zeit, zusammenarbeiten. Ja. So, eine vorübergehende Tätigkeit mit Ihnen würde bedeuten, die Firma von Rühl und Frauen von Jovanovic machen kurz etwas zusammen. Ja, aber das passt hier, wie gesagt, überhaupt nicht. Also 54 ist meiner Meinung nach B. So, gemäß Ihrem Angebot vom 1.12. bitten wir um, ja, Lieferung von, ach so,
Siehst du, ich muss jetzt hier erstmal die anderen Antwortmöglichkeiten. Zack. So. Gemäß Ihrem Angebot vom 1.12. bitten wir um, ja, wir bieten um Lieferung von, ne? So, um angekündigte Rücknahme von, nein, Quatsch, ja. Jovanovic will ja Fliesen haben, dann will er keinen Rückruf, sondern er will die versprochene Lieferung, denn Frau Rühl hat das ja in dem Angebot versprochen. Ja, also oder angeboten. Ja, so. Ne, die versprochene oder die angebotene Lieferung 55C. So, Wandfliese, Wandfliese, nee, Wandfliese, Bodenfliese, Bodenfliese. Der Preis muss bis zum 15. Der Preis, nein, der Preis. Der Versand muss bis zum 15.12. erfolgen. Alle, ja, Preise sind Nettopreise, ne? Alle aufgeführten Kosten, nein. Also das würde ja bedeuten, Jovanovic hat irgendwelche Kosten gehabt, die er hier auflistet. Maße sind Nettopreise, macht keinen Sinn. Ja, also angegebenen Maße, das ist hier 30 mal 60 und so weiter. Aber Maße sind keine Nettopreise. Ja, also alle genannten Preise sind Nettopreise. B. So, und dann. Wir bitten um eine kurzfristige Auftragsbestätigung. Bei fristgerechter Abwicklung und einwandfreier Lieferung der Ware können Sie in Zukunft auf neue Lieferanten zählen. Das macht keinen Sinn, denn die Firma von Frau Rühl, also ja, wäre dann der Lieferant. Ja, also wir brauchen nicht auf neue Lieferanten zählen. Von neuen Angeboten profitieren auch nicht. Ja, von Angeboten profitiert immer der Kunde und die Firma von Herrn Jovanovic ist hier der Kunde. Also er würde von Angeboten unserer Firma profitieren, aber hier mit weiteren Aufträgen rechnen. Ja, also wenn die Ware zum gewünschten Termin kommt und alles Chico ist, also einwandfreie Lieferung, ja, also die Fliesen sind nicht beschädigt, sind nicht kaputt und so weiter, dann können wir oder kann die Firma von Frau Rühl mit weiteren Aufträgen rechnen. Also sie kann dann davon ausgehen, sie kann erwarten, hoffen, dass es weitere neue Aufträge gibt. Also 57 ist meiner Meinung nach B. So. Ja. So, das war dann einmal hier die Aufgabe. Sprachbausteine 2 und vorher ja Sprachbausteine 1. Und jetzt wollen wir uns einmal die Lösungen angucken. So, dann gehen wir doch mal hier gucken. Ups, das war zu weit. Da. Lösungsschlüssel, dum-di-dum-di-dum, Sprachbausteine, Teil 1. So. 46H. Alhamdulillah, das haben wir. Wunderbar. 47F auch. 48B, richtig. 49I, Subhanallah. 50a, 51c, Mashallah. Also Sprachbausteine 1, ja, also die erste E-Mail, ja, diese Rückfrage zur Bewerbung mit den 10 Wörtern in dem Kasten unten, die haben wir schon mal richtig gemacht, Alhamdulillah. Und jetzt das von eben mit Herrn Jovanovic. 52b, genau, 53c, genau, 54b haben wir, 55c, 56b, 57b. Mashallah. Also, das haben wir auch geschafft. Alhamdulillah. Ja, so, das war einmal der Lösungsschlüssel. Okay, hier schreiben wird von Bewertern bewertet, also den Lösungsschlüssel brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Ja, wir haben ja jetzt auch schon den
größten Teil der Prüfung hinter uns. Jetzt ist ja nur noch Schreiben, das ist ein Klacks. Und dann die mündliche Prüfung, das ist auch ein Klacks. Inshallah. Ja, das war einmal Sprachbausteine Teil 1 und Teil 2 hier in dem Modelltest in Live und in Farbe. Alhamdulillah haben wir alle Aufgaben richtig gelöst und gleich sehen wir uns bei mir auf dem Sofa wieder. Bis gleich. Ja, das war jetzt einmal Sprachbausteine Teil 1 und 2 hier in dem Modelltest. Ja, wir haben uns das Ganze angeschaut, wir haben die Lösungsmöglichkeiten betrachtet, wir haben uns die beiden E-Mails angeguckt, wir haben die Aufgaben bearbeitet und Alhamdulillah haben wir auch alle Aufgaben richtig gelöst. Ja, wie ihr gesehen habt, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, beim Prüfungsteil Sprachbausteine Teil 1, da stehen die Grammatikkenntnisse im Vordergrund, natürlich auch die Bedeutung. Ich muss natürlich wissen, was bedeutet aufgrund, was bedeutet daher, was bedeutet seitdem. Aber das ist natürlich, wenn man ja, die Prüfung, die B2-Prüfung absolvieren will, ganz normal, dass man das kann, dass man das kennt. Und ich bin mir sicher, dass ihr da auch gut vorbereitet seid. Und beim Prüfungsteil Sprachbausteine Teil 2, da geht es eben um den geschäftlichen Wortschatz, den muss man da natürlich drauf haben, da muss man natürlich dann fit sein. Aber ich bin mir sicher, dass ihr, wenn ihr einen Berufssprachkurs absolviert habt, dass ihr das dann auf jeden Fall gehört habt, dass ihr damit ja schon zu tun hattet, dass ihr da firm seid. Und solltet ihr nicht in einem Berufssprachkurs sein, dann gibt es genug Lehrwerke, die auf diesen geschäftlichen Schriftverkehr, auf diesen beruflichen Wortschatz vorbereiten. Ja, und wie könnt ihr euch darauf vorbereiten? Wie könnt ihr dafür üben? Nun, im Sprachkurs ganz klar immer alles mitmachen, was es dort gibt. Das ist natürlich Nummer 1, aber auch darüber hinaus solltet ihr mehr üben, als nur im Kurs vorgesehen ist. Und auch wenn ihr nicht in einem Sprachkurs seid, dann bleibt euch gar nichts anderes übrig, als euch außerhalb vorzubereiten. Und das könnt ihr auch gut machen. Beispielsweise könnt ihr euch gut vorbereiten, indem ihr die anderen Modelltests zu den Abschlussprüfungen für die Berufssprachkurse auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nehmt und dort die entsprechenden Übungen macht. Es gibt für A2, für B1 und auch für C1 auch einen entsprechenden Deutschtest für den Beruf. Und gut, C1 ist vielleicht ein bisschen heftig, aber man kann das durchaus nehmen, um dafür zu üben. Ihr kommt auch über die Internetseite der TELG auf diese Modelltests, denn ihr werdet dort per Link auf die Internetseite des BAMF weitergeleitet. Und apropos TELG, dort gibt es auch andere Modelltests zu allen möglichen Sprachniveaus, beispielsweise den bisherigen B2-Test. Und dort gibt es natürlich auch Sprachbausteine als Prüfungsteil. Und das kann man natürlich auch nehmen, auch wenn das ja, der Wortschatz ein anderer ist, das Themenfeld ist ein anderes, aber das ist nicht so wild. Und es gibt auch andere Prüfungsformate mit Bezug zur Arbeitswelt, zur Berufswelt, die man nehmen kann. Also das sind Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, um euch vorzubereiten. Und es gibt natürlich auch noch weiteres kostenpflichtiges, kostenfreies Übungsmaterial, das man überall im Internet finden kann. Auch hier auf YouTube gibt es immer mehr Videos, die sich damit beschäftigen und auch gerade mit dem Thema Sprachbausteine, denn es gibt immer wieder ja, Kursteilnehmer, Prüfungsteilnehmer, die damit Schwierigkeiten haben. Ja, das soll es aber auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es euch geholfen hat, euch möglichst gut auf den Deutschtest für den Beruf B2 vorzubereiten. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, wenn ihr mir einen entsprechenden Kommentar unter das Video schreibt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert
und wenn ihr meine Videos mit jedem, mit dem ihr möchtet, teilt. Und ich würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir uns dann mit dem Teil Schreiben beschäftigen wollen. Bis dann, ciao!